Für mich war das nichts zum Feiern. Also es war, ja, es war eine irritierend rasche Veränderung in eine Richtung, die ich mir hätte in meinen kühnsten, vielleicht auch in meinen dunkelsten Träumen nicht vorstellen können. Dann war der Wandel in die dunkle Zeit erschreckend rasch vollzogen. Seit dem Fall des sogenannten antifaschistischen Schutzwalls haben die Rechtsradikalen die Straße erobert. Mich schmerzt das geradezu körperlich, wenn DDR auf DDR-Unrechtssystem verkürzt wird. Ich lebe in einem Land, was nicht zulässt, dass ich diskriminiert werde. Und das war für mich ein Gütesiegel, dass ich der richtigen Idee anhänge. DDR klingt jetzt so als technischer Begriff und also angemessen an meinem Lebensalter, ja, also als Kind und Jugendlicher, denkst du ja nicht in diesen technischen Dimensionen. Ja, also ich denke nicht an Deutsche Demokratische Republik und Herrschaft der Arbeiter und Bauern, sondern für mich war es vor allen Dingen zu Hause. Es war Ort meiner Sprache. Mir war die Art, wie die Menschen dachten und fühlten, das war mir vertraut. Ich war nicht zwingend immer damit d'accord und es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und im Plus-Plus-Bereich, aber es war halt Wurzelort und Heimat. Meine Kindheit und Jugend ist nicht wirklich eine Blümchenwiese, aber beispielsweise die Zeit bei meinen Großeltern mit all diesen kleinen Puzzlestückchen, den Brötchen, dem Kakao, dem Honig, den Fahrten aus der Stadt heraus auf die Datscha, also in das Wochenendhaus. Ja, also ich muss sagen, also je weiter ich zurückgehe, umso schöner und grüner und wärmer wird die Erinnerung. Für mich war Sozialismus-Utopie geradezu zwingend das Erfolgsmodell. Und das stand in Teilen im krassen Gegensatz zu dem, was ich im Alltag erlebt habe. Also im Alltag ging ich in die Kaufhalle, also das war das DDR-Äquivalent zum Supermarkt, zu Aldi, Netto und BP. Und dann gab es keine Butter oder es gab kein Fleisch oder die und die Art von Wurst nicht oder. Und dennoch hat das in mir nie einen Zweifel geweckt, dass ich auf der richtigen Seite der Mauer lebe, dass ich der richtigen Sache anhänge. Nein, im Gegenteil. Für mich war das ein Qualitätssiegel, dass, wenn man ein gewisses Ziel erreichen möchte, dass man dafür Entbehrung in Kauf nehmen muss. Das habe ich viele Jahre vor mir hergeschoben, kann ich aber heute besser diese Ambivalenz annehmen von meinen Empfindungen. Ich fühle mich safe, DDR ist Heimat, das ist genau das, was ich möchte. Und der Ermordung meines Vaters, ja, weil dazwischen klafft natürlich eine Lücke, die ist so tief wie der Marianengraben, ja, und das zu leugnen wäre dämlich.
Ich glaube, es gab beides. Es gab halt all die Dinge, die noch nationalsozialistische ideologische Restmasse gewesen sind in den Köpfen und halt meinen durch mich empfundenen oder tatsächlich vorhandenen Lebenswelten. Es gab in der DDR einen latenten und einen offenen Rassismus, der sich vorwiegend richtete gegen Menschen, die aus anderen Ländern in die DDR gekommen waren. Und da gab es schon massive rassistische Angriffe in den 60er Jahren. Ich freue mich für alle, die da sagen, du, ich bin in Ghana gewesen bei meinem Onkel, bei meiner Mutter und ich hatte eine gute Zeit und das hat mich vollständig gemacht. Ich freue mich, ich habe dieses Gefühl nicht. Die Familie meines Vaters hat mit der Ermordung meines Vaters für mich aufgehört zu existieren. Für meine Mutter hat sie, glaube ich, noch ein paar Jahre länger gelebt, aber auch dann ist sie weggestorben, also kommunikativ weggestorben, weil erst gab es ja noch einen Briefwechsel. Und das ist jetzt alles, selbst die Kontakte meiner Mutter nach Kamerun sind fast 50 Jahre zurückliegen, also fast ein halbes fucking Jahrhundert zurückliegen. Ich mag auf keinen Fall sagen, so haben sich schwarze Menschen oder Afrodeutsche in der DDR gefühlt, weil ich das nicht kann. Ich betrachte das durch meine Filter und die sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr speziell. Weil ich war ja Sohn meiner Mutter, die wiederum war ja Parteikader und Akademikerin. Das ergab vielleicht auch nochmal ein besonderes Setting. Ich war eingebunden für einige Jahre in das DDR-Leistungssportsystem. Das ergibt ein besonderes Setting. Ich war eingebunden als Kader für eine spätere militärische Verwendung, für eine Offizierslaufbahn. Das ergibt ein gewisses Setting. Und mit meinen Filtern betrachtet, war die DDR ein durch und durch sicherer Ort. Ich hatte nie den Eindruck, da muss ich mir Gedanken machen. Jetzt ist die Dunkelheit schon hereingebrochen oder es ist 22.45 Uhr, jetzt darf ich das Haus nicht mehr verlassen. Also diesen Eindruck hatte ich niemals. Und ich lebte ja viele, viele Jahre mit meiner Mutter im Plattenbau. Wenige Jahre später, nach dem Zusammenbruch der DDR, habe ich mir ausschließlich darüber Gedanken gemacht, ob ich in genau demselben Plattenbau um genau dieselbe Zeit, nämlich 22.45 Uhr, unterwegs sein kann. Und die habe ich dann in aller Regelmäßigkeit natürlich mit Nein beantwortet, weil das dann ein Hotspot war von postnationalsozialistischer Ideologie, Hassideologie. Ja. Die Anklage, Körperverletzung mit Todesfolge. Anständige Burschen, sagt man in Eberswalde, sind das eigentlich, die am 24. November 1990 den Angolaner Amadeo Antonio so schwer mit Tritten und Schlägen misshandelten, dass er starb. Der Schwarzafrikaner wurde 28 Jahre alt. 10 Jahre lebte Georges Gomondai unter Deutschen. Am Ende bezahlte er mit seinem Leben. Auf dem Heimweg am Wochenende passierte es. Die Polizei in Brandenburg ermittelt gegen rechtsgerichtete Jugendliche, die für den Tod eines algerischen Asylbewerbers in Guben verantwortlich gemacht werden. Wir haben Angst, sagt dennoch diese Afrikanerin. Wie kann man nur so sterben? Bedrohlich wurde es erst nach wenigen Wochen, ja, nachdem es da eine allgemeine Vergewisserung gab. An dem Punkt begann der Mob den öffentlichen Raum als Geisel zu nehmen. Als man dann daraufhin gesehen hat, es gibt ja keinerlei Reaktionen, oder also kaum oder keine Reaktion seitens der Obrigkeit, dann war der Wandel in die dunkle Zeit erschreckend rasch vollzogen. Also von Vakuum, ungeregelt, vermeintlich frei und Aufbruch
zu einer absurden Dunkelheit und einem kurzen, aber überaus hässlichen Zeitalter der Angst verging quasi historisch gesehen eine Millisekunde. Also da merke ich, dass mir so ein bisschen der Puls steigt, dass es wirklich so scheiße übereinander gestapelt. Und das Ergebnis sehen wir heute noch. Fest steht, der Terror von rechts hat in Deutschland in den vergangenen Jahren zugenommen. Die kommen nicht aus dem luftleeren Raum. Von mir persönlich erlebte fremdhassende Gewalt im öffentlichen Raum seit November 1989 war erheblich und sie war widerwärtig und sie muss zugleich in den notwendigen Kontext gebracht werden. All diese unverdauten Erfahrungen von Manipulation, Betrug, Zurücksetzung lösen sich in Sachsen, lösen sich in Ostdeutschland doch nicht einfach in Luft auf. Ich für meinen Teil beobachte auf jeden Fall an mir, dass je mehr ich mich auch von meiner Zeit in Dresden, wenn man so möchte, in Sachsen entferne, ich stärker mich als Ostdeutscher empfinde. Wenn ich durch diese Tür hinaus bin, ist das Paradies für mich für immer verloren. Also schreie ich, strample und ich flehe den Großvater weinend. Ich frage mich gerade jetzt in den Teilen, wo meine Heimat immer mehr wegdriftet, die Welten meiner Heimat immer mehr wegdriften und sich immer mehr Menschen an meinen Wurzel- und Heimatorten auf das Heftigste radikalisieren. Da frage ich mich, ob ich da nicht das Brett an der dünnsten Stelle gebohrt habe, zum Beispiel, indem ich weggegangen bin. Also ich schäme mich nicht, wenn ich in Dresden über Bonn erzähle, schäme ich mich nicht eine Sekunde für Bonn. Aber umgedreht schäme ich mich manchmal für Dresden und ich frage mich, wie kann man so dämlich sein? Ja? Weil die DDR, das war das Land im Osten von Deutschland und dieses Land wurde natürlich ganz, ganz stark geprägt durch die auch in Teilen natürlich mit Gewalt durchgesetzte Einparteienherrschaft der SED. Und es gab daraus resultierend ganz, ganz viel vermeidbaren, hässlichen, ultrahässlichen Rotz. Aber DDR ist, glaube ich, noch so viel mehr. So viel mehr. Und die SED braucht kein Mensch. Ja, die bleibt bitteschön in den Geschichtsbüchern und weg ist sie. Aber vieles andere von dem, was gewesen ist, hätte vielleicht einen Platz und einen Einfluss im Hier und Jetzt verdient. Und darüber können wir ja mal nachdenken.